Hey ho, meine Lieben, heute möchte ich mal wieder was austesten und zwar vom Lidl, also vom Lidl, und zwar diese südafrikanischen Straußensteaks in 17% würziger Tomaten, Gewürzmarinade vorgegart zum Grillen und Braten. Tja, ich habe die gesehen, ich hatte Bock drauf und habe mir gedacht, naja, probieren wir sie mal aus, testen wir sie aus, ob das Zeug was taugt. Hier in 20, 25 Kilometer Entfernung ist eher Straußenfarm. Da habe ich ja auch schon Zeug mitgenommen. Da werde ich mir aber auch einmal wieder was holen und dann lecker selber Strauß machen. Ja, aber jetzt tue ich das einmal scharf in meiner Grillpfanne anbraten. Hat übrigens 4,44 Euro gekostet für 222 Gramm. Also, ja, brauche ich nichts dazu sagen, aber gehen wir rüber an Herd, an die Grillpfanne, schmeißen das, die Dinger rein und ziehen sie so bis ja, knapp 60 Grad oder so und dann gucken wir mal, ja, wenn es bei den dünnen Lappen überhaupt so möglich ist. Ab in die kleine, aber feine Küche. So, dann gucken wir mal, ob die Pfanne heiß genug ist. Also es ist wirklich viel Marinade hier dran. Ich werde die Dinger jetzt auch, naja, ein bisschen brodelt schon. Ich werde die Dinger jetzt aber auch nicht extra nachwiegen. Ja, schaut euch das einmal an. Die Marinade wird bestimmt mitgewogen. Naja. Ja. Ich glaube, da brauche ich auch nicht einmal Kerntemperatur messen. Anbraten, drehen, anbraten und so ähnlich und so weiter. Und dann wird das Ganze auch schon wieder fertig sein. Ja, ein bisschen hätte man noch können. Macht nichts, drehen wir eh nochmal um. Aber ein bisschen Grillmuster haben wir ja schon drin. Muster. Ja, dann drehen wir es so rum. Fünfundvierzig. Und zäh wie Sau. 35. Gestern habe ich mir wieder so einen Kartoffelsalat geholt und ich habe euch übrigens angeschwindelt mit 2 Euro für die Packung, für das, den Kartoffelsalat. Das waren nur 1,60 Euro. Hier habe ich mal ja, eine dreiviertel Gurke reingehobelt und ja, gestern schon fast den ganzen Kartoffelsalat hier aufgegessen. Die Schüssel war voll. Ja, da sind wir noch weit weg von 60 Grad KT. Scharf angebraten haben wir es, schalten wir die Pfanne runter und lassen es einfach noch ein bisschen ziehen. Man sieht ja, von der Marinade ist nicht mehr viel übrig geblieben. Ja, lieber wäre es mir definitiv auf einem gescheiten Grill gewesen, wie ich das ja immer schon sage. Aber ordentlichen Grill momentan schlecht, besonders heute. Weil es draußen mal regnet und mal nicht. Aber ich glaube, ich hole mir wirklich schöne Steaks, Straußensteaks von der Straußenfarm und fahre mit euch dann aus und vergrill die draußen. Mhm. So, Freunde, das Dünnere ist auf 60 Grad Kerntemperatur, aber auf dem Teller. Und das Dickere braucht noch einen kleinen Augenblick. Aber wir können ja schon mal probieren. Naja, sagen wir mal so, kann man schon mal machen. Aber ob das jetzt meine Empfehlung kriegt, so richtig.
Oh. Hm. Bin hier schon am Mampfen. Hm. Hm. Kann man mal machen, aber von der Straußenfarm direkt ist es definitiv besser. Also jetzt in der Grillpfanne von der Marinade ist eh nicht mehr so arg viel übrig geblieben. Naja. So, und das zweite ist auch soweit. Sehr trocken. Schmeckt genauso. Also ich habe Strauß ein bisschen anders in Erinnerung, muss ich tatsächlich so sagen. Wer es unbedingt probieren will, bitteschön, kann es machen, aber lieber direkt von der gescheiten Straußenfarm. Und da fahre ich demnächst hin und hol mir was und mache dann ein schönes Grillvideo. Ja, definitiv versprochen. Gut, in diesem Sinne war es das mit dem kurzen Video. Wenn es trotzdem gefallen hat, so als Testvideo, ein Däumchen nach oben, nettes Kommentar, Abo. Ja, ich halte mich an der Stange fest, ab und zu mal, bevor ich hier umfall. Und was bleibt mir anders zu sagen, als ich würge das Fleisch jetzt runter, esse den leckeren Kartoffelsalat dazu und Tschaikowski, bis zum nächsten Mal.